repariert. Was geht, Leute? Ich bin's mal wieder, euer Andrew Fox. Und wir machen gleich weiter mit Bonfires. Irgendwie bin ich heiß auf dieses Spiel. Ich möchte mehr Sachen finden, ich möchte mehr Sachen verkaufen und ich möchte reich sein. Und wir haben jetzt genug Geld. Beim letzten Mal haben wir ja die Auktion gewonnen und richtig fetten Shit gefunden, haben den ganzen Scheiß, den wir eigentlich in den letzten Tagen gesammelt haben, verkauft, unter den Mann, unter die Frau gebracht und wir sind schon ziemlich reich. Genug Geld, um jetzt gewisse Sachen zu kaufen und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Los geht's. Sorry, ich habe mir gedacht, wir holen uns auf jeden Fall die Axt. 300, ich habe gerade mal ausgerechnet, 300 kostet die Axt. 300 kostet die Axt. Dann haben wir hier das Assembling, die Assembling Station, da können wir endlich unser Zeug zusammenbauen. Da sind 1000. Und dann noch Repair, um unseren kaputten Scheiß zu reparieren. Passt, ganz genau. Machen wir. Fixing the items. Mikos Repair Station allow you to repair broken items. Broken items have the hammer icon. Fix damage spots using resource from smashing junk with the axe. Ah, scheiße, wir brauchen Ressourcen, aber gut, wir brauchen dann sowieso die Axe. Und das da. Assembling the items. Combine items to create new ones. Look for puzzle icon. You will need them. Press middle station button to assemble. Okay. Machen wir gleich. Und dann. Welcome to Miko Shop. Axt. Great purchase. Yes. See you later, partner. See you later. Sehr gut. Damit können wir also wahrscheinlich. War das richtig? Ich weiß nicht. War das richtig? Das war schon richtig. Hoch müssen wir eh nicht mehr. Okay. Aha. Wir müssen also Müll kaputt machen. Oh, fuck. Wir genießen erstmal dieses wunderschöne Lied. Und Katie Melua. Ist nicht Katie Melua. Ich habe einfach nur irgendeinen Namen gesagt. Okay. Oh, fuck. Bin mir nicht sicher. Ach, Dreck. Er muss jetzt ernsthaft den ganzen Weg da immer hin und her laufen. Dann glaube ich nur 4 Tage, oder? Jetzt noch das eine Rad. Steht da auch, wie viele noch fehlen? Nee, das ist einfach. Ja gut, es macht auch Sinn für ein Puzzle, dass man eben nicht weiß, wie viele Teile. Oh Gott, wie viele Teile da noch fehlen. Und zack. Yes! Geil. So, okay. Funktionieren tut's wahrscheinlich auch. Hoffe ich doch. So. Auf jeden Fall reparieren wir jetzt den Keg. Okay. Und wo stehen die Ressourcen, die ich habe? Broken Zone. Okay. Repariert. Oh, das Ding ist big.
Also, nicht Big von Sex in the City. Warum ich das weiß? Ich weiß das halt, dass es einen Big bei Sex in the City gibt. Das heißt ja nicht, dass ich... Also... Ah, wir können ja noch zurückgehen. Und dann kann man auch... Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal die Scrubber-Bier. Dann gehen wir zu Red Hub und holen den Scheiß, den wir letztes Mal vergessen haben. Und wir gucken, ob wir den Reifen finden noch. Ah, leider keine Pfandflaschen mehr. Hallo? Okay, legt da einfach einen Tennisschläger. Hat wohl jemand vergessen. Der gehört jetzt fucking mir. Bam! Gib mir die goldene Klopapier. ...52! Das haben wir vergessen. Krass. Geil, hier kriegt man noch richtig viele Ressourcen. Digga. Oh, das haben wir auch vergessen. Eine Felge. Das haben wir auch vergessen. Eine Felge. Aber den anderen Reifen haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Ich glaube, den haben wir also nicht übersehen. Den gibt's einfach. Ey, wie viel Zeug haben wir hier liegen lassen? Kann mir das mal jemand erklären? Oder respawnen die, oder ich weiß es nicht. Verstehe ich da irgendwas nicht. Sehr geil. Das. Ey. Das nehmen wir. Und das nehmen wir. Den Scheiß verkaufen wir noch. Das Motorrad können wir verkaufen. Diese wunderschönen Felgen können wir verkaufen. Ach, geil. Da geht mir schon mal über eine ab. Das können wir verkaufen. Geil. Dann haben wir hier, glaube ich, noch dieses. Nein, das behalten wir. Aber hier ist noch Zeugs zum Kaputtmachen, das kein Schwein braucht. Denn ich lebe, um zu arbeiten. Ich brauche das alles gar nicht. Gut. Da haben wir eine 3 Klopapier da. Gut. Aber Licht brauchen wir. Zu. Und dann wachen wir morgen auf, erholt, um den ganzen Scheiß erneut zu verkaufen und so viel Geld zu machen. So, jetzt hat er erstmal gefrühstückt. Ein schöner Schokomuffin. Liebe Schokomuffins. So, nochmal, los geht's. Noch einen anderen Kanal. Ja. Hallo, Sie haben Interesse an diesem wunderschönen Motorrad. Das ist ein Unikat, den hat Chuck Norris gefahren. Ja, Sie haben richtiger Chuck Norris. Und nicht nur Chuck Norris, sondern auch Jeff Barkley. Ja, wirklich. Es ist doch wert. Natürlich, für 8 oder 10 gehört es Ihnen. Viel Spaß damit. Ich bin schnell. Und deswegen hat man so eine Zeitanzeige wahrscheinlich. Weil er nicht allzu viel Zeit hat, dann seinen Laden zu füllen. Oh. Das gehört. Was ist das? Was? Okay. Er will einen Reifen, eine Felge. Felge, ja, die ist auch teuer. Die ist so teuer, dass sie teuer ist. Und wissen Sie was? Die ist sowas von teuer, dass sie sogar... Was, Sie wollen 94 Dollar zahlen? Ja, gerne. Hier, bitteschön. Ja.
Haben wir noch Medium-Zeugs? Ja, ich habe noch Medium-Zeugs. Immer gleich aufstocken. Super geil. Hallo, Dude. Ja, du sagst es. Ja. Nehmen Sie. Bitte schön. Yeah, boy. Einen Moment, bin gleich da. Oh, fuck. Bin gleich da. So. Oh, fuck. War zu langsam. Hallo. Bitteschön. Ja, da geht noch was, oder? Da geht noch was. Natürlich geht da noch was. Geht raus für $51 an diesen coolen Dude. Bis jetzt läuft der Laden ja rund. Läuft wie geschmiert. Hallo? Alter! Yeah. Ja, ja. Nimm das Geld. Hast du den halt da? Hasen, ja. Ah. du sagst es. Ein Schmuckstück. Was? Hey, ich hatte grün. Naja. Nicht schon mal hier. Beruhig dich, Bro. Guru, guru. Was? Hey, ist doch big. Ach, Wall. Hallo. Mikov ist ein Russe, oder? Okay. Nice. Bitteschön. Ich musste gerade überlegen, mache ich das überhaupt gerade richtig? Muss ja im grünen Bereich sein, oder? Warum freut er sich, dass er... Nee, macht das schon richtig. Warum sollte ich das auch falsch spielen? Und so ein Wall-Dingens noch. Und dann können wir auch das verkaufen. Bam, hallo. Bam. Du schon wieder. Okay. Ja, grün ist schon richtig. Medium-Zeugs. Das ist ja richtig anstrengend. Das da war big. Durcheinander, hallo. Oh, fuck. Yes. Ja, fürchte es so sehr. Bitteschön. So, jetzt mal überlegen. Wallbig. Hab ich doch gekauft, oder nicht? Ah, ich hab's nicht gekauft. Okay. Mann. Hallo, hallo. Ist ein Frau denn? Mann. Bin nicht sicher. So, Medium Wall. Und das ist Big Wall. Okay. Das heißt, aber das kann jetzt da dran. Ah ja, okay. Und das kann da dran. Okay. Ja, hallo.
Ja, klar. Diese Schaufel ist sowas von viel wert. Die können sie kaufen und wieder verkaufen und bekommen dann Geld. Sagenhaft viel Geld. Gott, ist das anstrengend. Medium Ball. Bitte schön, hier hin. Alien Mensch. Ja, okay. Mal hier. Da. Und da. Oder freut er sich? Kommt, das reparieren wir noch schnell. Dann können wir es verkaufen. Einen Moment, ich komme. So, hallo. Ja, genau. Das pflege ich auch immer zu sagen. Head. Ich bin so gut. Ich bin so fucking gut. Ich werde einfach so reich. Hello, my lad. Baby, so. Mhm. Hallo, wunderschöne Dame. Sie haben also Interesse an diesen Getränkeautomaten. Da ist Cola drin. Mhm. Ja, sie haben richtig gehört. Cola und Eis oder so. Klar, für 192 kann ich es gerne haben. Bitteschön. Okay, Leute. Bald haben wir es geschafft, noch zwei Objekte zu verkaufen. Oh. Ach, schade, ich dachte, ich könnte noch den Helm nehmen. Ist aber nur Deko. Ist eine Lüge, eine große Lüge, der Cake is lie. Hallo, Odin. Oh, ist ein ganz alter Reifen. Der ist von 1987. Gefahren von Jamie Lewis. Und ich habe den Namen jetzt einfach mal so aus dem Stegreif rausgenommen. Ich habe keine Ahnung, wer Jamie Lewis ist. Irgend so ein berühmter Mensch wahrscheinlich. Gut, noch ein Objekt. Kann man Feierabend machen. Okay. Hallo? Ah, hier. Guten Tag. Das da, okay. Boris Becker. Und Alexander Zerev? Ja, richtig. Ja, wunderschön. Nice, Leute, nice. Gucken wir mal, was wir jetzt noch machen können. Oh geil, wir können hier noch unsere Wand. Wir haben so viel Geld. Futuristisch. Was könnte uns gefallen? Ich, meiner Meinung nach, finde, das sieht aus wie eine Baustelle. Das da finde ich ganz schick. Ach komm, was soll der Geld? Okay. Was ist das? Alter, richtig schickimicki Scheiß. Slow Emporer. Ah, das ist das, okay. Wir haben die jetzt gemacht. Das ist auch nochmal slow. Was wir aber wahrscheinlich eher gebrauchen, ist vielleicht nochmal so ein Large Ding. Und das. Und das. Und dann
würde ich sagen, gucken wir, dass wir noch eine Schaufel uns holen. Hier. You can tell you have great taste. Boy, you've got some great taste. See you later, partner. 500 haben wir noch. Das hätten wir vor. Ja, 4 Large reichen erstmal. Wir wollen jetzt auch nicht alles ausgeben. Bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht noch Geld brauchen fürs nächste Mal. Das heben wir mal aus. Nice. Gut, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Ein Biber oder so. Ein Biber. Ja, ein Biber. Keine Ahnung. Irgend so ein Tier halt. Ist hier noch vielleicht irgendwas? Ja, da. Eine Gitarre, hallo. Ist wahrscheinlich Medium, ja. Large. Noch irgendwas? Irgendwas finden wir bestimmt hier noch. Nö, ich glaube, das war alles. Gut. Ach so, wir haben die Lampe schon. Okay, okay. So langsam. Wir haben 2 Hühner. So langsam reicht's. Wir haben genug verkauft. Es war ein harter und anstrengender Tag. Und das Leben als Verkäufer, als Ramschverkäufer ist gar nicht mal so einfach. Jetzt ziehen wir das ab. Aber es macht Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß. Man entdeckt viele neue Objekte, viele neue Gegenden, die man besuchen muss, um an diese Raritäten ranzukommen. Aber es wäre nichts für mich. Aber virtuell auf jeden Fall mein Ding. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir werden beim nächsten Mal viel mehr Dinge sehen, hoffentlich finden und reich werden. Denn das ist mein Ziel. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.